So, auf geht's. Diesmal geht's zu den Zollfeste. Wunderbar, erzählt schon, obwohl ich gar nicht laufe. Alles klar, auf geht's. Das schöne Cage-Mobil. Gut. So, da hier so viele Hunde Gassigänger sind, werde ich jetzt mal ausmachen. Jetzt um die Ecke rum kommt nämlich so ein Hundesportplatz. Dann bis später. So. Ach, da vorne kommen schon wieder welche. Ein typischer Sonntagnachmittag. Okay, dann höre ich nochmal wieder auf. Ich fühle mal kurz nochmal an die Seite hier. Okay, bis gleich. Laut der Karte da drauf gab es einen kleinen Weg, aber irgendwie finde ich den wohl nicht. Welche Warme hat einer? Das müsste von da kommt einer gewesen sein. Hier lang. Und dann da. Aber naja, egal. Schauen wir mal. Käffchen für Carlos gibt es auch nicht, weil. Ich bin ohne Ausrüstung unterwegs. Also wie es aussah, waren hier die Wildschweine unterwegs. So, gut, ich werde mich mal wieder aufs Suchen konzentrieren. Bis später. Noch kurz eine Einblendung, das habe ich eben gar nicht gesehen, also links ist der Petersberg. Und da hinten sieht man den Drachenfels. Und die Drachenburg. Ich kann schlecht ranzoomen, wie gesagt, ich habe wieder das Xiaomi dabei. Und da unten sieht man den Rhein. Ich hoffe, man sieht das. Also panoramamäßig ist es hier ganz gut. Gefällt mir. Und es war hier, glaube ich, mal eine Lagerfeuerstelle. Hier sieht man schön mit Steinen eingefasst. Hier war mal irgendwie. Vielleicht haben die Bauern hier auch was verbrannt oder so. Oder vielleicht waren irgendwelche Kiddies da oder so. Aber scheint schon länger nicht mehr in Benutzung zu sein. Okay, es geht mal weiter. Bis später. 89, 90 Meter. Weiß eigentlich jemand, ob schon wieder die Zecken aktiv sind. Ich werde mich auf jeden Fall auch da mal kontrollieren. So, 79 Meter. Die Richtung stimmt so ungefähr. Ein bisschen nach links. Ja, ich hatte vorhin ein bisschen Probleme mit meinem GPS gehabt. Ich musste es mal neu kalibrieren. Weil da ging gar nichts. Ne? Also also diese Wurzeln sehen auch interessant aus. So diese Knollen. Naja. Gut.
Ach, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, wenn man in einen Baum was einritzt, hier ist jetzt nicht so, wenn, wächst die Zeichnung natürlich nicht mit nach oben, sondern der Baum wächst von innen nach oben. Das heißt, wenn man außen, ah, da steht was genau. Ja. J plus S und A plus S. So, und wenn das jetzt vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal, hier reingesetzt worden ist, dann bleibt das immer an derselben Stelle und geht halt, wächst mit dem Umfang des Baumes nach außen. Deswegen reißt es auch immer mehr ein. Aber es geht halt jedenfalls nicht die Schrift nach oben, wie manche immer gedacht haben. Ich früher übrigens auch. Also ganz früher. So. Okay. Was sagt denn mein 44 Meter? Da ein bisschen runter. Ja. Also wie man sieht, haben hier sehr die Wildschweine gewütet. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich nicht hier irgendwelchen nachher über den Weg laufe. Das wäre aber nicht so schön. Wobei, wenn man sich ruhig verhält, sollen die ja angeblich nichts machen, wenn man stehen bleibt und wartet, bis die weg sind. Aber ausprobieren möchte ich es nicht. So. 22 Meter, Leute. 19, 18. Ich blende nochmal den GC-Code am Ende ein. Ah, am Ziel. Und wie gesagt, kleiner Spoiler. Also, oder in der Videobeschreibung, man sieht es schon von Weitem. Also, da ist die Dose. Ein bisschen aufpassen sollte man. Also jetzt nicht vor Muggeln, sondern vor den Dornen. Was haben wir denn hier Schönes? So. Das lockt einmal das Logbuch. Ah, Stifte. Kann ich mich eintragen. Streichhölzer, gut, was das hier drin soll, weiß ich nicht. Sehr viel Spielzeug. Ein TB, gucken nach. Ich drehe ihn jetzt nicht rum, damit nicht hier sich 1000 Leute loggen. So. Was ist das? Team IGBCE. Okay. Alles klar, ich werde jetzt mal loggen und dann melde ich mich gleich wieder. Den einen Travelbug nehme ich raus. Kitty tue ich rein. Und ich bin am Überlegen. Damit der andere vielleicht auch mal weiterkommt. Also der kommt ja weiter. Ich nehme ja mal ständig mit. Aber es gibt ja Leute, die wollen ja nicht, dass der eben von einem Besitzer immer hin und her getragen wird. Darum werde ich jetzt hier diesen anderen Coin, und zwar den hier, den werde ich jetzt auch noch da rein tun, damit ich die zwei erstmal wieder, damit ich die erstmal wieder in Umlauf bringe, damit andere auch ihren Spaß dran haben, tue ich den auch mit rein. So, okay, dann verschließen wir die ganze Dose wieder. So, ich werde es wieder verstecken und dann melde ich mich gleich nur auf dem Rückweg. Oh. Den Cage habe ich wieder schön versteckt. Kurzen Blick noch. Da ist er. Das Hasengitter.
So. Zeit in Bewegung. Ja, knapp eine halbe Stunde. 2,19 Kilometer. Also ich bin einen Umweg gelaufen. Also ich bin nicht den direkten Weg gelaufen. Ich bin mit Absicht einen Umweg gelaufen, weil der direkte war mir zu kurz. Weil ich wollte ein bisschen Bewegung. Das ist die Zollfeste. Oder die Reste davon. Hier können wir noch einen schönen Cage verstecken. Aber der wird so einfach zu finden. So, ja. Da hinten steht dieser Durchgang. Da würde ich sagen, gucken wir mal. Hier noch Metallreste. Steht sogar noch was drauf. Vielleicht weiß einer, wovon das ist. Ob das auch noch hier zugehört oder ob das Schrott ist, den irgendjemand abgeladen hat. Ich drehe hier mal eine Runde. Ich nehme euch mal mit. Ich muss hier nur sehr vorsichtig, es ist alles sehr rutschig. Ich muss aufpassen, dass es nicht, dass während ich das sage, auch noch auf die Schnauze fliege. Ich weiß, dann habt ihr was zu lachen. So. Also jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen, dass ich nichts mitgenommen habe. Hier ist eine richtig schöne Ecke, um mal ein Käffchen zu machen. Oh, vielleicht komme ich hier nochmal zurück. Weiß ich nicht. Zum Abschluss noch ein bisschen Rauschenbach. Bächlein. Das Ding hatte ich ja eben mitgenommen und bin damit ja dann losgezogen. Und irgendwo ist mir dann, Moment, das Ding abgefallen. Der kleine Flieger. Da konnte ich doch glatt nochmal zurück, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter, um den wieder zu holen. Und was für ein Glück, dass ich den tatsächlich gefunden habe. Also ich habe erst gedacht, ach komm, was sei, den findest du eh nicht mehr wieder. Moment, müssen wir mal scharf stellen. Den findest du eh nicht mehr wieder. Aber ich habe doch tatsächlich in dem ganzen Wildwuchs den Flieger wiedergefunden. Weil ich hätte schon erst überlegt, ach komm, lass sein, machst du irgendwas anderes dran oder so. Ne? Aber jetzt werde ich mal zu Hause gucken, wie ich das ordentlich befestigen kann. Ich hoffe, ich finde da eine Möglichkeit. Irgendwie ein Loch reinbohren kann ich nicht. Ich habe keinen Bohrer. Doch, einen Bohrer habe ich. Ja, mal schauen. Vielleicht krieg ich es irgendwie hin. Okay, bis dann. So, von da oben bin ich gekommen. Also natürlich nicht von da ganz oben, von dem Weg. Nicht von Petersberg. Und jetzt bin ich gleich schon wieder da. Ein paar Schrebergärten. So. Da hinten steht schon mein Auto. Mein Cage-Mobil. Das heißt also, die Tour ist wieder zu Ende. Eigentlich war es ein bisschen mehr Wandern wie Cachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße an Katie Howard von und ihrem Kanal Geocaching Katie. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.